Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. So. So, was wollten wir tun? Wobei waren wir? Was geschieht hier? Wer bin ich und was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Kein Zugriff auf Komfort, schon wieder. Das ist sie. Okay, das mag sein, dass die Komfortmangel hat, weil die da hinten keinen Markt haben. Was natürlich sehr ungeil ist. Aber wir müssen uns erstmal um die Klamotten kümmern. Jetzt haben wir die ganze Zeit so um die 400 Klamotten gehabt. Ein Leibeigener verlässt uns. Wer bist du? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nur ein Leibeigener. Was für ein Glück. Ein Bote nähert sich unserem Dorf. Das bedeutet aber auch, dass irgendwo keine Arbeiter zugewiesen sind. Oh, hier. Oh, da können wir schon Arbeiter zubeißen. Sehr gut. Zack, ruf hier. Verdammt, wir hätten schon... Ja, egal. Egal. Egal, wir nehmen jetzt Schmuck. So, dann, wo ist noch kein Arbeiter zugewiesen? Hier ist kein Arbeiter zugewiesen. Zack, zwei Arbeiter rein. Wo fehlt der letzte Arbeiter? Ich habe... keine Ahnung. Hier drin, oder? Jawohl. Da fehlt der Schneider. Außerdem haben wir gerade gesehen, dass jemand gegangen ist. Und für gewöhnlich, wenn jemand geht, dann fehlt der irgendwo. Ja, hier natürlich. Wir haben aber keine... Verdammt. Okay, wir müssen gucken, dass es den Leuten schnell besser geht. Sehr schnell, sehr viel besser. Hier wird die Biberei noch gemacht, ne? Auf die müssen wir ja auch noch warten. Ja... Ressourcenmangel. Ja, ich verstehe. Ich verstehe dich. Aber das wird funktionieren. Ich sehe hier nämlich schon das erste Gold und ich sehe die ersten Edelsteine. Und da verlässt auch schon der erste Goldbarren. Beziehungsweise da haben wir auch schon den ersten Goldbarren. Sehr gut. Hier wird ordentlich geschuftet. Mir ist ja gesagt worden, dass A und O sind kurze Wege. Ich weiß. Aber das ist leider gar nicht so einfach, das immer zu bewerkstelligen. Ein Bote bittet um Audienz. Bote, was wünschst du? Der König hat gern 30 Bären. Der Scheißkönig soll verdammt nochmal Bären pflücken gehen. So schaut's aus. Marktplatz fertig gebaut. Da ist er hier. Da wird jetzt das erste, ja, verteilt. Wie sieht's hier hinten eigentlich aus? So, wir haben 0 von 10. Gastraum. Nicht schön. Wohngebiet. Hier haben wir Wohngebiet. Warum ist hier nichts mit Wohngebiet? Ich verstehe nicht. Weil diese Kirche noch nicht fertig ist, oder? Diese Kirche ist fertig. Diese Kirche ist fertig. Diese Kirche macht einen guten Job. Diese Kirche ist Wohngebiet. Hier könnte man. Okay, die Kirchen machen nicht genug schön. Muss ich jetzt wirklich überall solche Kirchen hinklatschen? Nein. Kann ja nicht sein, oder? Nee, du. Aber die hier verstehe ich tatsächlich gar nicht. Die verstehe ich tatsächlich gar nicht. Aus unzureichender Behausung. Natürlich. Wo wohnst du? Du hast kein Zuhause. Bau doch erstmal ein Zuhause. Was hältst du davon? Puh. So. Kein Zugriff auf Waren. Das glaube ich jetzt allerdings sofort. Das glaube ich jetzt natürlich sofort. Aber irgendwie, ne? Ja, da verlässt uns der nächste Leibeigene. Ich hätte so gerne gewusst, was du mal warst. Aber ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich einer der Holzfäller warst. Jawohl. Und zwar einer der Holzfäller von hier hinten. Okay, die Kirche ist noch nicht fertig. Was ich unglaublich schade finde. Was wir allerdings tun könnten, ist, wir könnten hier mal einen Markt herbauen. Ja, die brauchen nicht viel. Oh, guck mal, da ist eine... Oh, guck mal, da steht eine Tür doof im Weg. Yeah. Wie schön.
Türe C, Türe B. Türe B bitte entfernen. Ja, lösche diese Tür bitte. Gottes Willen. Ah. Hervorragend. So, wartet auf zwei Bretter. Okay. Sollte hier aber eigentlich ja kein wirkliches Problem darstellen. Ich bin am Überlegen, ob wir hier noch eine Türe reinbauen. Wisst ihr was? Wir machen das. Hier, und zwar so eine ganz gewöhnliche Seitentür. Hopp rein. Genau. Dann kann man da nämlich... Ne? Dann kann man da nämlich. So. Ey, alles ist voll. Lagerplätze sind voll. Zeug ist voll. Ja, diese Massenbeförderungen. Ich glaube, das war eine relativ bescheuerte Idee von mir. Und natürlich das mit dem Wetter. Hey, ich hasse das mit diesem Wetter hier. Das ist immer so elendig. Aber okay. Wenn es nicht anders geht. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier unten was ausprobiere, aber ich glaube, das ist eine nicht allzu tolle Idee dann. Also lasse ich die lieber mal bleiben. Okay, Werkzeug wird ein bisschen mehr, Eisen wird tatsächlich ein bisschen mehr. Okay, Wolle wird ein Ticken weniger, wobei ich nicht verstehe, warum. Die gesamte Zufriedenheit ist unterirdisch, weil halt nirgends irgendwo was ankommt. Ah. Ja, danke. Hier Beförderungen. Hier noch befördert. Welche Erleichterung. Danke. Endlich wieder Sonnenschein. Wir könnten Glück haben und wieder Brote bekommen. Absolut hervorragend. Der nächste Leibeigene, der uns verlässt. Okay, es hilft nicht. Wir müssen hier unten noch einen Markt hinbauen. Ja, ich glaube, Markt ist glücklicherweise nicht so teuer. Mauer, Transport, Meisterwerk, Eco. Warenproduktion, nein. Logistik? Marktplatz. Ah. Seht, Marktplatz. Sagt hier drauf, das heißt hier. Wir versuchen mal anders zu bauen. Wir versuchen ihn mal ein klein wenig anders zu bauen. Also einer. Zwei. Drei. Wie viel Essen haben wir? Eins, zwei, drei, mindestens vier. Beziehungsweise eins, zwei, drei. Dann Rehen. Rehen. Vier. Dann Warenstand. Einer. Ja, wohl, weißt du was, hier so. Machen wir mal so. Warenstand hier, einer. Luxusstand, einer. Zack, erstmal. Erstmal, ne? Hier. Zack. Bedeutet, wir lassen den offen und ziehen den hier nach unten. Korrekt. Korrekt? Korrekt. Zack. Dann. Einer. Zwei. Drei. Vier. Der hier und der. Essensschildchen. Schild. Hoppala. Schild. 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 Weiter runter. Schild. Und. Jo. Schildchen. Dann hier. Ja, baue er, so, wir machen das mal so, ja, wir machen das eigentlich direkt so. So, hier ab da, genau, zack, hier ähnlich, hier, so gefällt uns das, dann wollen wir auch nicht, dass die von hier aus, nein, wollen wir auch nicht. Wir drehen das Ganze mal ein bisschen. Oh, so ist gut. Zack.
Zack, das ist nämlich bloß der Marktplatz hier. So, hier. Diago. Hier, zack, jawohl. So ist gut, von da aus können die meiner Meinung nach gerne anlatschen. Das ist mir wurscht, die Kost. Ba. Oh. Was wir hier nicht alles bauen könnten, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten. Hier. So, 1, 2, 4. Sehr schön. Und ich würde sagen, ja, Deko an sich kriege ich ja dann hier nicht mehr. No, kriege ich hier nicht mehr. Dann würde ich sagen, bitte baue es. Wow, 500 Gold, aber das ist jetzt nicht so, das ist nicht so wild, ne? Muss man jetzt fairerweise schon auch mal sagen. Apropos nicht so wild. Bitte Ausbeutungsgebiet vergrößern. Hier rüber bitte. Natürlich hier auch alles. Hier rüber. Sehr schön. Ja. Na, hier bitte auch. Hier auch. Hier auch. So. Wir brauchen einfach deutlich mehr Holz. Na, hier rüber. So, danke. Genau. Und können wir hier auch die Aufforstung nehmen, da kann er dann hier hinter darf er ja gern aufforsten, da haben wir ja kein Problem, ne? Nur hier soll er das bitte unterlassen. So, genau. Sehr gut, dann kommen die nämlich von da, die kommen von da, alles wird gut. Alles wird gut, alles wird schön, alles wird wunderbar. Ein Mönch bittet um Audienz. Mönch, was will der Klerus? Der Klerus will Holz. Der Klerus kann uns mal gern haben. Dieses Mal gibt es kein Holz. So. So. Ja, ich sehe Kleidung. Ich sehe aber auch wieder. Ich sehe ja schon, wie es wieder runtergeht. Ne? Sieht man ja auch alle schon. Hier vorne, wie schaut's aus? Ist da irgendwo. Okay, wir haben Schmuck. Wir haben keine Goldbarren. Wir haben hier einen Schmölzer. Okay, was ist da einer drin? Da ist einer drin, da sind 5, aber halt, ja. Okay, ich verstehe. Hast du irgendwas zum Pfeil bieten? Hier, du, da. Ist da irgendwo was drin? 29 Schmuckstücke sind schon da. Also der eine, der, ne? Hier, der eine, der Schmuck haben kann, bei dem läuft Gold vorkommen. Ah, dafür sind die da. Okay. Ist in Ordnung. Das ist natürlich auch sehr praktisch, dass man die Deko-Wägen hauptsächlich deswegen benutzt, damit man sieht, was da abgebaut wird. Das ist ja geilo. Sehr schön. So, hier sehe ich langsam, aber sicher. Okay, das ist nur Kleidung. Wolle läuft immer noch gut. Wolle läuft noch, Stoff ist noch da. Wir können hier eh noch keine Weber reinsetzen. Hm. Sieht hier drüben aus, da ist schon einer drin. Naja, ja, der arbeitet schon ordentlich mit. Sehr gut, aber naja, 10 Kleidung sind jetzt natürlich nicht der Welt, nicht die Welt, ne? Muss man halt jetzt schon auch sagen. Ob es der irgendwo da drüben ist, ja. Könnte auch ein bisschen, ne? So ein Ticken könnte das auch dauern. So. Aber wir sind ja hier gerade an unserem Markt, weil wir wollen ja hier Wohngebiete schaffen. Ja, bestmöglich neben den Arbeitsstellen, sehr gut. Okay, wir versuchen das mal. Hier so. Ich weiß, wir brauchen da natürlich Wasser. Halt, stopp, da können wir leider nicht. Da kannst du gar nicht gucken, sind die schon dran. So schnell kannst du gar nicht gucken. So, hier, da können die von mir aus an dem Scheißmarkt ranbauen. Das ist mir vollkommen Latte. Hier auch schön bis zur Kirche hoch. Gib ihm auf der Seite von der Straße alles kein Thema. Hier vor. Gib ihm alles schön.
Was brauche ich da hinten rein, damit es hübscher wird? Das ist auch so eine Sache, ne? Der nächste Leibeigene, der uns verlässt. Ja, was will ich machen? Was will ich tun? So, Wohngebiet, naja, wenn es nicht so toll ist. Halt mal hier hinten rein. So, ja. Schön, alles, was hier so, ne? Alles, was hier so ein bisschen Zone ist. Dann schauen wir mal hier. Wir brauchen ja einen Brunnen. Da haben wir Brunnen. Ich würde sagen, wir stellen einen Brunnen dahin. Wir stellen einen Brunnen dahin. Wir stellen einen Brunnen. Ja, stellen wir ihn dahin. Dann hier. Ich würde auch sagen, hier. Hier würde sich einer ganz gut machen. Hier so an der Kreuzung. Ja. Hier so mitten rein. Hier so mitten rein. Hier hinten. Hier. Da macht sich ein Brunnen auch ganz gut. Da hat man im Hans jetzt ein bisschen was zu tun. Na? Und natürlich. Da. Baue er. So. Wir haben wieder plus einen Bewohner. Das ist hervorragend. Ich würde sagen, Weber, bitte, danke. Ja, Beförderung verfügbar. Ja, wir haben doch hier, zack. Oh, das sind natürlich. Oh, das sind viele, aber weißt du was? Die nehmen wir alle. Das ist ja okay. Das kann man ja machen. So, denen geht's einigermaßen, den Trägern leider noch nicht so, wie es soll. Hm. Machen wir das denn hier unten? Ich würde fast sagen, wir stellen hier unten nochmal eine große hin. Wenn wir hier unten nochmal eine große hinstellen, da so irgendwie halb in den Wald hinein, also Kirche meine ich jetzt. Ja, ich würde ja da fast nochmal irgendwo eine größere hinstellen. Ja. Schlichtweg einfach, weil wir es können. Ja, einfach nur, weil wir es können. Weißt du was? Machen wir jetzt. Beförderung verfügbar, ja, ja, genug befördert für heute. Was, der Vogt darf schleimen gehen, hervorragend. Vogt, geh schleimen. So. Ich würde sagen, wir bauen diese Kirche hier hin. Hauptgebäude, zack, ein Hauptgebäude. Jo. Ein Hauptgebäude würde ich... Hallo, da gab es doch so viele coole kleine Nebengebäude und da gab es... Da baut das dahin. Hier, ja, das. Mach einfach da noch eine zweite. Und dann gehe ich hier hin. Hier so. Zack, zack. 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 Voll. Ja, das sieht okay aus. Nicht besonders hübsch, aber das glaubt, das kann man machen. Die Gargülen müssen natürlich auch da oben drauf sitzen. Natürlich. Und dann brauchen wir am Ende einfach, weil ich finde, dass es immer irgendwie cool ausschaut. Okay, das war der nicht. Wo ist der Halbrunde? Da ist der Halbrunde. So, zack, zack. Hepp. Das sieht ganz cool aus. Und dann brauchen wir da natürlich jenen. So. Das sieht okay aus, würde ich mal meinen. Ich würde sagen, wir bauen das. Wir haben, wow, zwei neue Einwohner. Hervorragend. Grandios. Aber so wirklich viel kommt da jetzt auch nicht nach. Na, nee, nicht wirklich. Ist da was? Ist da kein Bock mehr. Zack. Zack. Auf das. Auf das auch noch. Einfach nur, weil es besser ausschaut. Danke. So, dann können wir hier nämlich weiterziehen. Können hier Ausbeutung. Können hier die Ausbeutung ein bisschen größer machen. Zack, können wir hier sagen, okay, höre auf mit Ausbeutung. Gut, den Baum hätten wir schon noch ganz gern weg. Jetzt ist er weg. Und können dann sagen, hier, das muss weg. Das hier muss weg. Hervorragend. Und dann können da auch wieder neue Schäfer hin. So, wir waren so weit, dass wir gesagt haben, verdammte Axt, uns laufen die Holzfäller weg, uns laufen die Holzfäller immer noch weg. Okay, wir haben keine
Arbeitssuchenden mehr, aber wir brauchen trotzdem diese Holzfäller. Wir kommen ja nicht drum rum. Deswegen wird das Gebiet, wo wir Holzfäller brauchen, ja nicht weniger. So. Okay, da wird die Kirche reingezimmert. Da verlässt uns wieder ein Leibeigener. Leibeigener, wo bist du? Ich glaube, das ist der da. Ich glaube, es ist der hier, der uns jetzt verlassen wird. Aber wenn er meint, dass er uns verlassen muss, verdammte Axt, dann soll er das... Ja, ganz einfach. Nee, da wird gar nicht mehr lang rumgepfiffen, weil, hey... Wenn er meint, dann meint er halt, dann soll er meinen. Hier, wir haben Gastraum, wir haben doch da jetzt noch was, ne? Wir haben ja da hier... haben wir ja gesagt. So, Verkaufstheke. Oder haben wir Verkaufstheke schon? Haben wir Verkaufstheke schon? Jetzt warte. Wir haben Verkaufstheke, verdammt. Gastraum. Große Halle kriegen wir nicht, weil, warum auch? Hochbüro brauchen wir nicht, also können wir noch einen Gastraum reinsetzen. Yeah. Dann passen jetzt 20 von 0 Leuten rein. Jawohl, 0 von 20. Hervorragend. So wünsche ich mir das doch. Ja. So. Finde ich jetzt sehr ungeil, wenn ich ehrlich bin. Ja, sowas finde ich auch total. Ja, okay. Ruhig. Das wird schon wieder. Ja, wenn die jetzt dann alle mit Bauen, Umbauen, Ausbauen, Rüberbauen fertig sind, dann geht auch das wieder. Glaube mir. Ein Bote nähert sich dem Dorf. Ein Bote wünscht Audienz. Bote, was willst du? 30 Bären. Soll ich dir was sagen? Ich werde meinem Volk helfen. Mit diesen 30 Bären. Zack. 30 Bären an uns selbst geliefert. Auf geht's. Und wie schnell wir damit waren. So, Brunnen gebaut. Hier hinten läuft ordentlich offensichtlich. Hier. 1, 2, 3, 4. Das heißt einmal Beeren, einmal Brot, einmal... einmal Fisch, einmal Brot, einmal Klamufte und armer Schmuck. So. Hervorragend. Hier hinten wird auch schon ordentlich gebaut und gemacht und getan. Du bist da total fehl am Platz. Ich möchte dich eigentlich gar nicht. Was seid ihr? Ihr seid Träger. Okay, Träger, wo arbeitet? Zeige mir dein Zuhause und jetzt zeige mir deine Arbeitsstelle. Okay, gut, da würde ich auch hinziehen. Passt. Arscht. Spiel, speichere doch mal automatisch. Dankeschön. Absolut. Hervorragend. So, ein Zugriff auf Komfort. Ja, weil uns gerade die Klamotten flöten gehen. Ja, haben wir noch einen? Nein, wir haben keinen. So. Dieses Dorf hat aber auch eine Größe, ne? Schon Wahnsinn. Wir gucken mal hier hinten. Vielleicht können wir hier wohngebietsmäßig noch irgendwo einen dicker anschmieren. So, hier rüber vielleicht. Vielleicht geht das. Können ja mal gucken. Gucken kostet nicht. Ja. Außer man macht es beim Gucken kaputt, aber man hat beim Gucken eh was falsch gemacht, weil man guckt mit den Augen und nicht mit den Händen. Ja. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein winzig kleines Häuschen mit Holzfäller und Holzfäller. Diese Holzfäller haben keinen Zugriff auf irgendwas. Ist das richtig? Das ist richtig. Wollen wir das ändern? Ja, eigentlich wollen wir das schon ändern. Pass mal auf, wir machen mal hier. Zack, Wohngebiet, okay. Bis dahin etwa geht die Kirche. Das ist die Kaserne. Kaserne gibt keinen Wohlstand. Oder gibt halt so an sich da nichts dazu. Das heißt, wir können jetzt hier mit ein bisschen Dekoration vielleicht. Hier, Dekoration. Oh, Dekoration. Da ist die Dekoration. So, wir können es hier ein bisschen hübscher machen. Hier, so können wir es ein bisschen schöner machen. Macht aber natürlich nicht die Menge aus, muss man auch sagen. Hui. So. So lang, wir bauen da mal ein. Ich würde sagen, hier. Wir bauen hier ein und hier ein. Ja, wir bauen hier noch einen hin. Da, wir bauen. Bauen wir noch irgendwo einen hin? Ja, offensichtlich bauen wir jetzt gar keinen hin. So.
Wie sieht's aus? Brunnen gebaut, ja, hervorragend, dankeschön. Ein Zugriff auf Komfort, ja, habe ich auch mitbekommen. Ja, es fehlt Material für den Bau. Wo? Oh, hier. Ja, komm, Bretter haben wir aber kein Holz, ne? Schiete. Also, 8 Holzfäller. Ne? 8 Holzfäller, aber keine Chance. Erst Knöpfchen drücken, Kollege. Erst Knöpfchen drücken. So, hier. Da hoch, da rum, da rüber. Hier und hier. Okay, die machen ihre Arbeit wohl recht anständig. Da kommen wieder 2 rein. Aber wenn wir natürlich keine Holzfäller haben, weil... Ja, weil wir keine Holzfäller haben, weil halt keiner Holzfäller sein will. Dann ist halt auch scheiße. Muss man halt fairerweise auch sagen. Oder sind das die Feinde? Das sind schon die Holzfäller. Okay, gut. Yeah. Gut. Beförderung verfügbar. So. Hier nach unten, nach unten, nach unten. Wo sind die? Wo sind die 20er? Da sind die 20er. So, alle. Ja. Dann können die hier rum schön bauen. Ne? Ist doch auch was wert. Wie sieht's eigentlich hier aus? Warum ist denn da? Hä? Muss ich das verstehen? Muss ich nicht, oder? Fuck, wenn da einer wohnen will, soll er. Hau rein. Okay, das geht bis hier rüber. Das ist schon schick. Schon schön. So, hier rüber. Dann machen wir das mal aus. Machen das mal weg. So. Beförderung verfügbar. Wir haben genug befördert für heute. Danke. Oh, so. Ey, 262 Leute. Aber... vollkommen unzufrieden. Was ist hier eigentlich? Da sind auch nur 3 drin. Okay. Da ist jetzt schon mal einer. Nee, da hat sich noch keiner hin verlaufen. Bin gerade überlegen, ob wir so ein Ding in klein nochmal hier hinsetzen. So da, wisst ihr? Hier, einfach so hier. Wisst ihr, was kommt? Was soll's? Was soll's? Wir brauchen ein Gas. Ja, heißt das gar nicht Gasthaus. Wie heißt das? Schenke? Heißt das Schenke? Schmiede, Schmelze? Was heißt denn das Ding? Lass mich wirklich nachschauen, wie das heißt. Komm, mach das weg. Möchte das nicht. Hier. Ah, hier, da macht man es. Wie heißt denn das? Tavern. Ja, wäre jetzt meine nächste Vermutung gewesen, ne? Tavern. Hier ist die Taverne. Also hierhin, dahin. Leicht schief. Rustikales Hauptgebäude. Wisst ihr was? Welche? Hau rein. Rustikales Hauptgebäude. Läuft. Schön so nach unten. Hier Hütte. Jo, an die Seite hin. Sieht gut aus, Holzerweiterung. So, zack. Ja, vielleicht nicht so rum. Zack. Hallo? Hier, danke. So, so. Dahin, dorthin. Ah. Nein. Bitte tu das nicht. Der will mich doch verarschen jetzt. Endlich hat er diesen Klick angenommen. So, hier. Dahin. Ist das nur so als kleines Teil, ne? Ganz, ganz kleines Tavernchen. Hier so mit einem Fass, was außen dran hängt. Vielleicht sowas. Zack. Und dann da das Fass hin. Jo. Wir brauchen ja noch keine Küche. Oberlicht. Bei Oberlicht, ey, sorry, aber Oberlicht sieht schon dicker aus. Kann man machen. Terrasse. Hey, komm, hier. Für das Feierabendbier nach dem Feierabend.
Ein Bogen muss der hier irgendwo ran sein. Ah. Nee, muss nicht, aber kann. Und jetzt warte mal, jetzt bin ich. Oh. Ja, ich glaube aber nicht, dass das funktioniert, oder? Nee, ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Drum hier Bogen weg. Danke. Das ist ein Bogen, das ist. Oh, das ist ein anderer Bogen. Bei dem könnte das sehr wohl funktionieren. Oh. Ja. So, hier, oder? Ja, muss jetzt nicht sonderlich überhübsch sein, aber so ein bisschen, zack, baue das. Bau das, tu das, danke. So, wird. Die große Frage ist natürlich, wird das Ding hier jemals fertig werden? Ich habe keine Ahnung, aber wir schauen in der nächsten Folge, ob es weitergeht. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.